wie man selbst solche Zahlen in den Taschenrechner einspeichert. Um eine Rakete ins All zu schicken, ist eine Energie erforderlich, die so berechnet wird. Man kann das beweisen anhand vom universalen Gravitationsgesetz von Sir Isaac Newton und wie man diese Formel anhand vom Gravitationsgesetz beweist, das zeige ich im Tutorial Energie als Integral, nummeriert durch D6013. Hier brauchen wir diese Universalkonstante Groß G. Die brauchen wir aber nicht einzuspeichern, die ist schon drin. Aufrufen kann man sie durch Gelb, also Shift, jetzt die 7 für Konstante, Tipp. Sie ist untergebracht in der ersten Kategorie, also tippen wir die 1, Tipp. Und diese Zahl, großes G, ist versehen mit der Ziffer 7. Wir tippen die 7, Tipp. Und jetzt tippen wir noch die Enter-Taste und da haben wir auch schon den Wert von dieser Zahl G. Die Masse der Erde sowie auch der Radius der Erde. Diese beiden Zahlen sind leider nicht im Taschenrechner eingespeichert, aber das können wir selbst machen. Dazu löschen wir zuerst mal das Display. Wir werden die Masse der Erde unter dem Buchstaben E einspeichern. Das macht man wie folgt. Zuerst gibt man die Zahl ein, also 5,97 mal 10 hoch, dafür hat man diese Taste. Einmal tippen drauf und jetzt brauchen wir nur noch die 24 einzugeben, so. Und die Enter-Taste lässt diese Eingabe dann hier unten rechts im Display erscheinen und das in wissenschaftlicher Schreibweise. Diese Zahl möchten wir jetzt speichern. Wir möchten sie lagern. Dafür diese Taste Store, Store für Store, lagern. Tipp. Jetzt Buchstabe E, wir tippen auf Kost, Tipp. Und diese Zahl ist jetzt schon im Taschenrechner gespeichert unter den Buchstaben E. Um sie aufzurufen, machen wir einfach dieses. E ist in Rot geschrieben. Für Rot brauchen wir die Taste Alpha, also Tipp. Jetzt tippen wir auf Kost für das E, Tipp. Im Display steht jetzt das E und die Enter-Taste liefert dann sofort den eingespeicherten Wert. Machen wir es nochmal, dieses Mal für den Erdradius. Zuerst lösche ich das Display. Wir geben zuerst diese Zahl ein. Also es sind 6371 Kilometer. Aber Vorsicht, das sind Kilometer. Alle Konstanten sind im Taschenrechner im internationalen Einheitensystem ausgedrückt, eingegeben. Also müssen wir diese Kilometer zuerst in Meter verwandeln. Dafür machen wir einfach mal 10 hoch 3, Enter, und da steht sie. Das ist der Durchschnittsradius unserer Erde in Meter ausgedrückt. Diese Zahl möchten wir einspeichern, dafür also die Taste Store, Tipp. Wir möchten das zum Beispiel unter dem Buchstaben F einspeichern. Dann tippen wir auf Tipp. Diese Antwort ist jetzt eingespeichert unter dem Buchstaben F. Ich lösche nochmal das Display. Um jetzt diese Zahl aufzurufen, um dann hinterher diese Rechnung machen zu können, brauchen wir für F in Rot nur Alpha zu tippen, für Rot, Tipp, Tipp. Und die Enter-Taste wird sofort den Wert von F angeben, Enter, und da steht er auch, der Radius der Erde.